Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Star Wars Republic at War, hier in der Galaxis-Eroberung. Nachdem gestern es ruckelt. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Und wir haben eine blöde Bodenschlacht. Ach ja, genau, der Plan war ja, sich dann hier mit Mace Windu von da nach da nach da. Da! Verdammt, jetzt habe ich die Kommentare nicht offen. Wo war welche? Mein Tarnschiff, wo war ich denn? Wo war ich denn? Ach, genau, hier ist es. Komisch. Tarnschiff! Ach, das kann man nur einmal bauen. Wieso blöd? Du warst die Woche die Mace Windu-Ding da. Genau, du warst das Mace Windu-Ding. Ich glaube, ich meinte, irgendwo für war die da, die ganze Armee. Ich weiß nicht mehr, leider nicht mehr wofür. Ach, nee. Die ist komplett. Damit können wir dann Mindu angreifen. Ich weiß es nicht mehr. Naja, also hier kurz mal starten, damit wir den Mist hinter uns haben. Also diese Angriffe hier, es ist eigentlich totale Sisyphus-Arbeit. Mit Vergnügen, bis Sir. Die Entlagerungsarmee da ist, oder Entlagerungsflotte besser gesagt, wird sie jedes Mal wieder angegriffen. Durchkämmt den gesamten Bereich, bleibt in höchster Alarmbereitschaft. Jojo, Panzer manövrieren sich hier irgendwie quer beet durch. Minimale Verluste, maximale Erfolgsbilanz. Das sind wir. Das sind Droiden. Na, da sind keine Droiden. Ihr könnt da durchfahren. Los, Matsch. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Ja, Sir. Danke. Wir haben einen Verstanden. Auf geht's. Ach, Droidiker sind wir dabei. Das wird mal praktisch. Irgendwas Richtiges zu zerstören. Ja, die können mal eine Deckung geben, aber. Hallo. Danke. Ne? Ah! Sind sogar grün. Sind die richtigen. Da oben drauf. Das sind die normalen, ne? Das sind doch Phase 1 Klone. Uiuiui. Uiuiuiuiuiuiui. Okay, Konstruktion abgeschlossen. Du kommst mal hier hin. Du kommst mal hier hin. Yulauen. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Ernsthaft auf Tatooine. Ich wollte die Flotte gerade hinschicken, aber halt mit einem Jedi dabei. Ist das so schwer, ey. Das Blöde ist halt, wenn du automatisch drückst, dann ist die Schlacht verloren. Das kannst du machen, was du willst. Und, Moment, was? Genau. Nach gestern, heute ist ja wieder regulär. Hoffe ich jedenfalls, weil gestern war ja so Special, tolle Superfolge und so. Sieht wie eine Invasionsflotte aus. Und das ging aber nur halt nur wegen dem eben, weil davor Livestream war und ich hatte da keine Zeit mehr zum Weiteraufnehmen und Deckung und was. Hallo Panzer, danke. Hallo, macht sich kaputt. Nicht ausweichen! Los, nicht komm schon, macht sie doch. Die wollen irgendwie nicht, oder? Umfahren die Dinger absichtlich. Man könnte ja den Lack des Panzers beschädigen. Hilfe! Ist ja nicht so, als hätte der Schildgenerator. Hallo, zack, zack. Macht sie kaputt. Habt doch noch was. Warte mal, könnt ihr. Es ist bei so einzelnen Druiden, da kann man ja mal seine Geschütze nehmen. Ich muss sagen, die großen Geschütze von denen sind erstaunlich simpel. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Yeah. Ja, Sir. Verstanden, auf geht's. Noch mehr, hallo. Das Effektivste bei denen sind echt die Raketen und das Überfahren. Das haben die herzlich wenig. Ach, der hat ja das ballert schon wieder. Interessant, wie die Klone hier alles ausräuchern. Wegmachen. Danke. 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 Das sollte doch langsam mal reichen. Gut. Das können Sie jetzt auch mal weg. Wir haben eine Landezone gesichert. Na, schöne Scheiße. Waffen bereit, erwarte eure Befehle, Sir. Wer ist der Nächste? Hui.
Das ist ja wunderschön, dass die einen separatistischen Rückzug machen, aber nicht mehr herzlich. Ja, beschleunigt die ganze Scheiße, vielleicht. Cool, wir sind zwar noch nicht Millionär, aber das, wenn das so weitergeht, wird das. Konstruktion abgeschlossen. So, jetzt möchte ich hier einen hier reinpacken. Danke. Und ihn dahin schicken. Ja, das war unsere andere Offensive. Ich erinnere mich. Starten. Alles nur zum Durchbrechen, ne? Buddy entered your channel. Buddy left your channel. Das kommt davon, wenn man im TS hockt. Und Menschen meinen, ach komm. Willkommen im Krieg. Da hockt er zwar immer, aber können wir den mal als Login-Channel benutzen? Ich habe Vertrauen in eure Fähigkeiten. Was ist los, General? Ja, so. Ja, da fehlen noch welche. Wir könnten die Separatistentruppen trennen und in einen Zwei-Fronten-Krieg verwickeln. Zum nächsten Sektor vorrücken. Die Zeit arbeitet gegen uns, deshalb fasse ich mich kurz. Ich habe da ein ganz... Also das mit dem Kurzfassen hat er irgendwie irgendwas falsch verstanden. Kurzfassen heißt nicht, ich quatsche dir ein Ohr ab. Hallo. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Kann das sein? Ich finde es interessant, die V-Wings sind immer noch schneller als die ARCs mit eingeklappten Flügeln. Ja. Die sehen so komisch aus mit eingeklappten Flügeln. Vor allem hier. Wenn man sie so von gerade anguckt. Wie so ein Fächer. Wir werden sofort Kontakt aufnehmen. Haben wir keine andere Möglichkeit? Droiden! Nein, vor allem nicht da hier. Guck doch mal drüben. Bereit machen zum Angriff. Was schlagt ihr vor? Kontakt! Das. Armee ist hier. Ach, nee. Weißt du? Captain Obvious hat mal wieder gesprochen. Greift eine Druidenwelt an. Einklappen. Danke. Tschüss. Ich hätte es anders gemacht. Alle Einheiten haben Meldung gemacht, General. Ja, schön, dass du es anders gemacht hast. Das interessiert aber niemanden. Du sollst meine Befehle ausführen, Punkt aus Ende. Bericht, Klappe auf. Ja, gut. Also zernudeln wir. Ja, die Karte ist groß genug. Wir zernudeln die schon fast nur mit Jägern. Das ist auch immer das Schönste an der Sache, ne? Ich kümmere mich darum. Nein, du nicht. Ich weiß auch nicht, warum die zusammengepackt werden. Die Schlacht beginnt. Torpedos. Sieht aus wie eine Falle. It's a trap! Mehr dazu kann ich nicht sagen. Wir sind hier, um zu kämpfen, nicht um des Ruhmes willen. Sicher? Sag mal den Spartan. So halt. Je nachdem, was du meinst, ne? Hallo. Danke. Was? Wie, wo, macht? Die reden von mir? Die Dunkelheit ist deutlich spürbar. Nee, da bin ich schon eindeutig. Einen Moment. Sehr entschlossen. So, da fehlt immer noch einer. Ja, viel Spaß, dann könnt ihr euch dann mal um die Minif. Ja, da. Munif ist und mit Schild. Das wissen wir ja alle. Republikaner haben grundsätzlich was gegen Schilde. Und du, zernudelst. Du und du, zernudelst da. Ne, Moment, da gibt's auch was. Wunderschön. Ich finde das Lustige, dieser Spruch Schilde halten stand, ist ja, heißt ja im Prinzip nur, dass die Schildwiederaufbaurate und die Schildverlustkonstante beides sich gegenseitig ausgleicht. Tschüss. Ach, das ist meiner. Ich dachte schon, da ist doch noch ein Kreuzer. Und also somit ins Star. Moment, verzeihung. Nee. Oh, verdammt, Verzeihung, Mann. So, du da. Viel Spaß. Melde mich wie bald mal ein, Commander. Da. Alles klar, Delta ist Bewegung. Wunderbar, ihr könnt jetzt ins nächste Tatooine befreien. Weil unser lieber Anakin ja immer so viel Bock drauf hat. Tatooine ist ja sein Lieblingsplanet, das wissen wir alle. Er kommandiert ja hier auch deshalb die größte Flotte. Muss ich mich denn schon wieder um alles kümmern? Du bist ja nicht.
Die Droidenarmee wird uns niemals besiegen können, wenn sie nicht gerade 10 zu 1 in der Überzahl ist. Provozier's nicht. Muss ich mich denn schon wieder um alles kümmern? Dafür brauchen wir doch keine ganze Flotte, das erledige ich mit links. Ein paar Diese Droiden arrogante Sau sein. Jedes Mal. Ich spüre etwas. Das ist der kleine Finger. Die Droiden kommen auf uns zu. So, da einmal. Da einmal. Ach, der Paladins ist noch da. Da nehmen wir mal die Lazarettschiffe und das wird die Rache der Ärzte. Und ihr übernimmt den Paladins. Also, hier bin ich. Ja, schön, dass du da bist. Wie wär's, wenn du mal woanders bist? Ja, das heißt, es ist nämlich eine scheiß Idee da hinten. Hallo. Da? Danke. Es zernudelt den Rest, wie ihr wollt. Viel Spaß beim Zernudeln. Oh, jetzt Nudeln. Das wäre doch was. Die Rache der Ärzte funktioniert! Ärzte, los! Ihr könnt das! Ihr kriegt sogar noch Unterstützung von einem... Ja, von einem leichten Kreuz halt. Nein. Danke. Gut. Der Paladins überlebt noch nicht mal seinen Rückzugsbefehl. Kein Schiff hat den Rückzugsbefehl überlebt. Interessant. Finde ich sogar sehr bezeichnend. Ein ganz mieses Gefühl. Was muss ich wissen? Alles. Alles und über jeden Bescheid. Das weiß man doch. Mein Plan ist... Der Plan ist... Erstmal sich kratzen. Ach, Mann. Hallo. Los. Jawohl, der hat doch noch so ein Schild. Ich wollte schon sagen. Ein paar Droiden sollten kein echtes Problem sein. Ja, ja. Hallo. Wo bleibt die... Das ist doch nicht dein Ernst. Die wollen sich alle mit Informationen. Das ist ja grauenhaft. Was gibt es denn? Da. Danke. Wieso wollt. Ernsthaft? Der hat eben den abgebrochen und dann wollte er nochmal. Das stelle ich ein bisschen nicht in Frage, oder? Was stellt man sowas in Frage? Oh, guck doch mal, wir hatten irgendwo eine Artillerie. So. Ja, ich hab die lieber da. Und euch. Ist trotzdem immer noch eine Scheißsituation. Okay, mit dem Turbolaser da unten dürfte das eigentlich reichen. Ich überlege gerade, das ist ja eigentlich die Flotte für Kamino. Lassen wir wenigstens Kamino eine Standardgarnison sozusagen. Und wir können ja eigentlich nochmal Coruscant eine Standardgarnison bauen. Weil ich gehört habe, was? Feindliche Konstruktion abgeschlossen. Weil ich gehört habe, es soll... Fahrzeug wird produziert. Bei Coruscant bald ein, also nicht bald, sondern noch in diesem Jahrhundert einen Angriff geben. Deshalb sagen wir da einfach mal 10er Flotte und wow, fertig aus. Das ist nur ein Look halt, ne? Ja. Guten Tag, da sind wir wieder. Hoffe, ihr habt uns nicht zu sehr vermisst. Das sollte kein echtes Problem sein. Die Scouts sagen, das waren die letzten Blechbüchsen im Sektor. So. So sieht das, hat das auch auszusehen, ne? Alles schön monoton. Ich spüre etwas. Wir haben Gesellschaft. Alter, diesmal war das mein Daumen. Die Droiden kommen auf uns zu. Ich bin Anakin Skywalker. Also, hier bin ich. Ja, Anakin, Anakin. Viel Spaß. Soll ich das übernehmen? Nee, ich frag dich nur ganz nett. Das ist kein Befehl, nein, nein. Ich hab da ein ganz mieses Ax. Gefühl. Was muss ich da hinten. Den Antrieb, den Antrieb. Danke. Gut, was könnt ihr machen, wer wollt. Das könnte eine Falle sein, Meister. Hallo. Gut. Das Blöde ist, da hier jetzt keine Flotte. Ich, wie gesagt, ich habe lieber hier die Sicherheit. Aufbau beginnt. Hier ist nehmend. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Willst du mich verarschen?
Alter, ja, ich lasse da gleich Schiffe, ist ja gut. Hast mich überzeugt. Nee, ich mach das gleich. Oder ich mach gleich zwei Sachen. Ich greif an und lass Schiffe da gleichzeitig. So. Eine ganze Menge Klappergestelle. Noiden bei Kommandant. Ja, die klappern auch so schön. Lalalala. Haut die Dinger. Lul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 
Verhaut die mal bitte, dankeschön. Also das müsste für Venator eigentlich fast ein Festmahl sein, wenn man bedenkt, was für Feuerkraft er hat und dass hier nur Versorgungsschiffe angreifen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ich weiß nicht, echt, wer diese KI-Steuerung gemacht hat. Besser gesagt, KI-Idee. Nur mit. Ja. Mit Transportern. Ja. Besser gesagt, mit Kern. Nee, das sind ja auch keine Kernschiffe, das sind hier Versorgungsschiffe. Anzugreifen. Das sind keine Offensiveeinheiten, die sind Versorger. Tatsächlich gesehen hatten, haben die noch nicht was in der Schlacht verloren, aber dann im Spiel ja nicht irgendwas versorgen muss, sind die auch technisch gesehen schon fast komplett unnütz. Also technisch gesehen, aber sie haben halt ihr lustiges Feature für Jäger reparieren, ne? Betonung liegt auf lustig. Lustig, lustig, tralalala. Bald ist wieder da. Ja, hier ist Spaß. Oh. Ach, das ist schön. Freut euch. Alle Systeme arbeiten im grünen Bereich. Das war wirklich arsch einfach. Jetzt kommt das harte Fahrt, Jungs. Tja, und ich habe 3 Subsysteme verloren. Bei meinem Venatrix. Das fand ich nicht gut. Alle anderen gleich noch ein Schiff zählen nicht, weil die. Auf die achtet man ja kaum. Ja, was? Ich hab ganz. Nee, hab ich nicht. Ich lebe noch. War einfach nur nicht gespunt. Hallo? Ja, Spaß. Los, du warst. Alles jagen. Okay, geil. Wieso? So ein Rückzug ist doch da, um Einheiten zu retten und nicht zu sagen, ja, ich habe kapituliert, aber ich habe es mir nochmal anders überlegt. Fahrzeug wird hier, viel Spaß, viel Spaß. So, jetzt kann ich endlich mal, ja, die ist zu stark befestigt momentan. Also ist nicht zu stark befestigt, sondern mach ich später. Später. Schlitzpunkt aufbauen. Wie siehst du denn aus? Och, nö. Wetten, der hat Kanonen unten. Oh, die Folge ist zu Ende. Naja, das hier machen wir in der nächsten Folge bei Star Wars Republic at War. Also sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Gabt euch wohl, bleibt mit treu. Wir sehen. Ciao.